guten Tag zusammen. Salve, seid mir gegrüßt, der Ära ist wieder da. Und wie Sie sehen, ich hab's geschafft, ich bin im Lager. Für alle, die letzte Folge verpasst haben, welche Frechheit. Und ja, wir müssen jetzt... Angeblich ist der ganze Trupp draufgegangen. Ich muss da runter zu Scrappy. Willst du das wirklich? Das ist die Frage, gehe ich hier raus und drumherum? Wahrscheinlich schon. Ja, wir müssen die Mine weiter klären. Ich habe ja hier einen Haufen Asche. Die Scrappy bringen sie. Oh, hallo. Darf ich dir mal was zeigen? Du darfst mir Geld geben. Na klar, zeig mal her. Sicher doch. Klasse. Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Ja, ich find's scheiße. Mir hört nämlich niemand zu. Doch, ich dir schon. Ach, daher weht der Wind. Ja, ja, jetzt komm schon. Ich komm, ja. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Was ein bisschen ärgerlich ist tatsächlich... Oh, Petra. Sehr schön. Aber nun bist du ja dabei. Was ein bisschen schade ist, dass die Leute so scheiße aussehen. Keine Sorge, Onkel. Da sind wir. Jetzt bist du sprachlos, was? Hä? Und? Sag schon. Worauf willst du hinaus? Ich sehe nichts. Ihr Großen guckt nie vor eure Füße. Na dann. Hier am Boden liegen voll viele Zigaretten. Zigaretten? Du meinst Zigaretten. Ja, sag ich doch. Zigaretten. Zigaretten. Guck sie mal genau an. Und dann musst du mir sagen, was du davon hältst. Okay. Aber nur gucken, ja? Nicht anfassen. Ein paar Zigarettenstummel. Nicht ungewöhnlich. Nur gucken, habe ich gesagt. Ja, ich guck ja. Ist ja gut. Die fasse ich bestimmt nicht an. Okay, was ist denn? Das war nicht so clever. Was habe ich denn jetzt schon wieder auf dem Schnellzugriff? Also das mit dem Schnellzugriff hier tatsächlich läuft noch nicht so richtig gut. Ja. Okay. Wegen der Zigaretten. Ja? Was denkst du? Rauchst du heimlich? Nee, will doch nicht stinken. Genau, Petra. Die sehen ziemlich gewöhnlich aus. Darum geht's doch gar nicht. Dann sag mir doch einfach, was du willst. Genau. Boah, immer muss man alles erklären. Ja, ich bin Warum dumm. Warum raucht jemand so viel? Hier hat jemand gewartet. Genau das denke ich auch. Dabei hat er durch das Fenster geglotzt. Warum tut jemand das? Vielleicht hat er etwas gesehen, was ihm gefällt. Da drinnen wohnt nur Hitch und der ist hässlich. Hitch ist hässlich, okay. Wer sagt denn, dass er alleine war? Ist er aber. Hitch hat keine Freundin. Verrat mir doch einfach, was du denkst. Komm, Petra, red mal. Ich glaube, hier hat jemand nur darauf gewartet, dass Hitch aus seiner Hütte verschwindet. Und dann ist er rein und hat Ärger gemacht. Kann schon sein, dass es so passiert. Durchaus möglich. Es ist so passiert. Nun muss ich aber los. Muss dringend zu Hitch. Vielleicht hört er mir endlich zu. Tschüss, Onkel. Aha. Das ist ja spannend. Jetzt gehe ich mal mit Petra mit und guck mal, was die jetzt macht. Was willst du, Rotzlöffel? Habe ich dir nicht klar zu verstehen gegeben, dass du dich vom Acker machen sollst? Aber ich kann dir helfen, herauszufinden, wer das in deiner Hütte war. Warst du, Göre, etwa wieder hinter meinem Haus? Ja. Ja, aber nur weil ich... Zum letzten Mal. Oh je. Geh spielen. Ich habe keine Zeit für deine Albernheiten. Ach, Petra. Los, verzieh dich. Verdammte K... Hey. Steck dir dein Hey sonst wohin. Na, du bist ja nett. Mir ist nicht nach Quatschen zumute. Dann Oder halt, willst nö. Du hier den Boden schrubben? Nein? Dachte ich mir. Hier riecht es etwas streng.
Irgendein Dreckschwein hat meine Hütte als öffentliches Klo missbraucht. Nett. Hat mir eine volle Ladung vors Bett gekoffert. Sehr schön. Das ist ja widerlich. Ach was. Und solange ich nicht weiß, wer das war, kann Fenris einen anderen für das Südtor abstellen. Da beschützt man die Leute und zum Dank legen sie dir einen Haufen in die Bude. Das ist vernünftig. Frechheit. Finde ich nicht. Soll ich dir einen Eimer Wasser besorgen? Das mache ich schon selbst. Wenn ich dir einen Rat geben darf, pass auf diese Hosenscheiße auf. Kannst du ihn nicht beweisen, aber ich wette, dass eines der Blagen schuld ist. Okay. Komm nur auf dumme Ideen, weil ihnen niemand den Hintern versohlt. Ach komm, Junge. Okay. Tja. Hat das jetzt irgendeine Quest ausgelöst? Wahrscheinlich nicht. Nee. So, na gut, wir werden jetzt mal... dass es dort einen Teleport gibt. Das kotzt mich an. So, wir gehen jetzt mal hier raus und dann werden wir mal gucken, dass wir da mal hinkommen. Ah, mein Kopf. Oh, da ist wieder meine Krankheit. Sehr gut. Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Tja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, Freunde. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hinten hinkommen. Ist halt nervig, dass dieses Tal besetzt ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das war geil, oder? Habt ihr den gesehen? Das war der Meister aller Klassen, war das. So habe ich den Vernichter nicht hingekriegt. Mist. Boah, jetzt habe ich mir einen Heiltrank reingefetzt für nix und wieder nix. Oh, Alter. Ich brauche mehr Damage, du, das ist... Mit dem Damage ist ein wenig schwierig. Das mit dem Damage ist ein wenig kompliziert. Aber es reicht halt leider gerade nicht für mehr. Müssen wir mal schauen. Guck mal einer, schau. Ah. So, jetzt gehen wir hier drumherum. Was ist denn das hier für eine lustige Hütte? Okay. Mich hier mal plündern, denke ich. Zugerammelt. Hier kommen wir rein. Oh, Honey! Lecker, lecker Honig. Habe ich jetzt auch erst gemacht. 40 Glas sind noch da. Also wer noch Honig kaufen will, vorbeikommen und welchen kaufen. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. So, so. So, so. Das war wohl nichts. Nee, okay, also. So, so.
Nö. Mist, das war mein letzter. Ach, das ist bekloppt. Das ist bekloppt. Zerstörung ist schwach gestiegen. Die Frage ist, warum Dietrich, wo sind die Nahrung, sind es nicht Materialien? Hier, Presslufthammer. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hatte ich nicht so eine Fähigkeit mit dem Schlösserknacken? Handwerk, hier, die Schlossexperte. Du und dein Dietrich, du brauchst nur noch einen. Ach Gott, 75. Ach du Scheiße, 75 Geschicklichkeit. Ja, okay, die Nummer ist natürlich dann dementsprechend durch. Das wird noch eine ganze Weile dauern. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Mist, das war mein letzter. Geil, ich habe gar nichts weiter gemacht und schon brach er wieder ab. Naja, gut, egal. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir Geschicklichkeit noch ein Stück hochkriegen. Hier könnten wir zur Not aber auf jeden Fall eine Runde schlafen. Das ist okay. Was? Mann. Puh, der hat, wenn er mal so eine Serie startet, dann wird's eklig. Ich gehe jetzt mal weiter hier. Ein paar Dietriche könnten wir dann mal kaufen. Ah, hier ist auch schön. Schlechter Zeitpunkt. Blutkralle. Oh, der. Na, manche gehen ganz gut und manche gehen halt überhaupt nicht. So. Aber es ist ja wie immer, man ist ja am Anfang hier der kleine Heini. Jawolski, Popolski, her mit dem Elex. So, das war gar nicht schlecht. Herkommen. Oh! Deswegen Glutfliege. Mensch, so wird aus der Glutfliege eine Blutfliege. Ein kleiner reicht. Heieiei, ganz schön viel Viehzeug hier unterwegs. Ich hoffe, das kommt nicht alles wieder. Dass man hier mal sich einen Weg frei machen kann und sich dann nicht immer wieder neu durchkämpfen muss. Das wäre nett. Aber ihr wisst, wie es ist. Wenn es nett wäre, wird es garantiert nicht stattfinden. Warte mal, geht das hier runter? Kann ich durch die Basis durch hier runterlatschen? Da muss ich nicht mehr draußen drumherum. Scheibenhonig, ne? Das hätte man. Ja.
Jawohl, jawohl. So kann man das auch machen. Okay, dann kann ich nämlich von hier aus runter. Einwandfrei. So, tun wir. Das ist in Ordnung. Dann habe ich erstmal einen Plan. Dann brauche ich mich nie mehr hier durchfighten. Wobei, EP-mäßig ist natürlich gut, wenn ich jetzt erstmal noch ein paar Viecher umklatsch. Muss man einfach auch mal festhalten. Ich brauche ja ein paar Punkte hier, damit das mal vorwärts geht. Aber 75 Geschicklichkeit. Na, ihr seid mir ein paar Helme. So, zeig mal, kann man bei dir ein paar Dietriche kaufen? Fenris schickt mich wegen der Mine. Und? Was hat er gesagt? Er hat mir Splitter gegeben. Das ist ein ganzer Haufen. Hat er auch gesagt, was ich mit der Kohle machen soll? Mit den Splittern das Leck stopfen, kommt wohl nicht in Frage. Hast du eine Idee? Gasmasken kaufen? Die Idee ist gut. Ich weiß. Genug Kohle haben wir von Fenris ja bekommen. Aber ist das echt die Lösung? Ich wüsste nicht mal, woher wir welche bekommen sollten. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Noch eine andere Idee? Die Gasquelle verschließen? Das wäre natürlich das Beste. Dafür müsste aber jemand reingehen und die Quelle suchen. Der braucht eine Gasmaske. Ich weiß, der alte Scrappy hat schon viel verlangt, aber würdest du das für mich tun? Klar, mache ich. Nimm am besten was von Fenris Kohle. Kauf dir davon ein paar Heiltränke oder so. Ach, warte mal. Da fällt mir ein, ich hab ja sogar eine Gasmaske. Ist zwar ein olles Ding, aber... Na, das läuft ja. Hilft's ja wenigstens ein bisschen. Während du dir die Mine ansiehst, schau ich mal, was unser Plan B sein könnte. So, die Mine. Muss ich wieder hinlatschen, ne? Ja, es ist... Ist das euer verdammter Ernst? Da verbannt mich die Scheißhild von den Scheißfeldern, um beim Scheiß-Scrappy Scheißmetall zu schleppen und jetzt schmeißen die mich auch noch raus. Scheiße! Dass ich von diesem Ungeziefer Scrappy überhaupt Befehle annehmen muss, ist ja schon schlimm genug. Der Typ, den ich damals aus dem Vorgeschmissen habe, weil er mal wieder Stims geklaut hat, dem Scheiß-Suchtbolzen. Und Red, der genauso... Wie zur Scheiße konnte es passieren, dass dieser Scheiß-Mabe hier Chef geworden ist? Ich halte das echt nicht mehr aus. Hey, Willi, die Kolonne zur Mine wartet schon auf dich. Bist du soweit? Ja, du hast es nötig, ja schon. Was? Willi, hat der mich echt gerade Willi genannt? Ich glaube, ich muss ja bald ein bisschen morgen gehen. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Jetzt muss ich auf die Raptoren aufpassen. Die da davor rumrennen. So, jetzt ist meine Frage. Ich will hier erstmal kein Mitglied werden. Das müssen wir erstmal vermeiden. Wenn ich nämlich hier Mitglied werde, dann kann ich mir die anderen Fraktionen nicht angucken. Und das wollen wir ja dann tatsächlich doch durchaus mal tun. Erstmal noch ein bisschen die anderen angucken. Ach Mensch, meine guten Kleriker, das wäre halt schön gewesen. Dann hätten wir wieder schön Laserknarren und könnte wieder schön draufhalten. So, ich würde behaupten, hier ist wieder irgendein Lager von irgendwelchen Leuten, die mir blöde kommen. So, am Weltnetz vorbei. So langsam kriegen wir das navigationsmäßig hoffentlich hin. So. Man könnte natürlich auch mal mit Kaya reden, dass wir den Fox mitkriegen. Das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Warte mal, das machen wir mal. Verlassener Hof, Schmied. Bastion, verlassener Hof. Wir fahren da mal hin. Jetzt ist es ja egal. Dann können wir nämlich mal schauen, ob wir da vielleicht mit Kaya einen Deal für meinen Freund Foxy aushandeln können.
Der ist gar nicht. Die ist gar nicht hier. Ha, 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 da war er wieder. So, warte, warte, warte. Ja, doch, 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 siehst du. Dann müssen wir erstmal runter. Ich bin doch nicht so blöd. Ganz so dumm bin ich ja dann doch nicht. So, wir fahren mal hier lang. Und dann schauen wir mal. Kaya, mein Engel, komm, sei geliebt. Stehst du ganz hier oben, na klar. Hi, Schatz. Ach, die war immer hübscher, du. Ich habe mich um Dex gekümmert. Gut, solange Oscar oder du bei ihm bist, mache ich mir wenig Sorgen. Kennst du den Krieger Fox etwas näher? Sagen wir so. Ich habe schon einiges über ihn gehört. Ich glaube, er wäre ein guter Rekrut für unsere Sache. Zumindest was seine Fähigkeiten mit der Waffe angeht. Bei dem Rest bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ich hörte, dass er ein außerordentlich wilder Kerl ist. Ihm haftet das Prädikat schwer zu bändigen an. Das ist offenkundig. Ich würde vorschlagen, du hörst auf deine innere Stimme bei der Sache. Er wäre mit Sicherheit nicht unser größtes Risiko, wenn ich mich so in unseren Reihen umsehe. Er hat eine Menge Ärger am Hals im Fort mit seinen Vorgesetzten. Ich kläre das. Und du machst ihm zur Auflage, dass er bis dahin bei uns bleibt und dir als Waffengefährte zur Seite steht. Sehr gut. Gut zu wissen. Danke. Kein Problem. So machen wir das. Kennst du Fox wahren Namen? Hans. So gut kenne ich Hans Fallada. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang, siehste? Dann ist es jetzt mal beschlossen. Jetzt ist die Frage, wie finde ich den jetzt wieder? Wie finde ich ihn denn jetzt wieder? Jetzt ist es einfach abgeschlossen. Ist der bei der Bastion? Wir schauen mal. Fix und Fox. So, dann kommen wir hier erstmal an. Nö. Wir schauen mal. Das wäre schon ganz cool, wenn wir da irgendwie einen Begleiter hätten. Da könnten wir zumindest mit den Razors da durchaus... Normalerweise müsste der ja jetzt hier in der Bastion irgendwo rumhängen. Da. Ha! Ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ha! Twitch Prime ist kostenlos. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ja, ist klar. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind also ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Oh je. Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner. Jo, Außendienst ist super. Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ist klar. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Ja, schon, aber
Was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Oh. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Oh je. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Ja, so bin ich. Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück. Alles Klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um die Ecke. Oh nein! Ich wollte das irgendwann mal machen. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Oh nein, das... Verdammt. Mir läuft die Zeit davon. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Ich gehe jetzt einfach mal hin. Ich speichere mal. Und dann schauen wir mal. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig. Wir klären das schon. Na Fox, wie wär's mal, wenn du mal drauf haust? Eine super Hilfe bist du. So. Ein Legatenschwert. Naja, dann müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt irgendwie hier ordentlich durchziehen. Fox, es geht los. Also diese Begleiter kämpfen echt unterirdisch. Ja. Oh! Alles klar. Du bist halt instant down. Okay, Fox. Du müsstest jetzt mal ein bisschen mitmachen. Das wäre echt Vielleicht nett. Hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig, wir klären das schon. So nicht! Na Foxy, wie wär's denn? Fox, wie wär's denn mal mit zuhauen? Oh Gott, da oben kommt noch so ein Elektroschock, Heinz. Ich wollte schneller einsaufen, das hat nicht funktioniert. Ach du Scheiße, aber wenn der Typ einfach auch nichts macht, das ist ein wenig schwierig. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig, wir klären das schon. Du willst Ärger? Du kriegst Ärger!
Ah, lauf! So, jetzt habe ich einen. Wo habe ich den anderen hingeschossen? Dann habe ich auch hier irgendwo auf die Wiese geklatscht. So. So nicht. Jawohl, Foxy. Ich hätte gerne, dass das... hier ist ein Langschwert. Legatenschwert, Entschuldigung. Beschädigtes Kriegstepper. So, wo ist denn jetzt hier der Typ? Okay, naja, dann machen wir jetzt mal hier den gemeinen... fiesen... Ich schieße von irgendwo. Ich muss nochmal speichern. Ich weiß gerade nicht, ob mir das dann hier auf die Füße fällt, wenn ich jetzt die Alps hier umbringe. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Oh. Foxy, willst du mal mitmachen? Sag mal, Fox, du, also das muss ich echt sagen, die Begleiter sind echt unterirdisch. Oh, na klar. Ich kümmere mich darum. Sauf. Die Knoche hätte ich gern gehabt. Heidewitzka. Also das ist echt... Ich frage mich manchmal, was das soll. Ein goldener Teller. Naja, können wir wenigstens... Hier können wir zumindest ein bisschen Beute mitnehmen. Heieiei. Aber das war jetzt irgendwie... Ich weiß gerade nicht, ob ich mir damit jetzt nicht ganz viel verbaut habe von dem Spiel. Ein Alpschild. Okay. Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling. Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst oje, du oje. Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ei, ei, ei. Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der. Jetzt der. Bin ich das. Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Oh Gott. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau.
Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. So. Waffen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Was ist denn das hier? Ein Alpschild. Nee, Energiezelle. Entschuldigung. So. 48 Stärke bräuchte ich dafür. Aber die wäre halt echt mit Giftschaden. Die wollen hier schon ganz schön Einsatz sehen, du. Den Schild. Ja, den brauche ich auch nicht. Also wir können ja nochmal gucken, ob wir hier nochmal einen Setzling finden, aber... Was ist denn das für ein Kreuz? Ist das der letzte, den wir vergessen haben? Ah, siehste? Das ist schön. Okay. Dann werden wir jetzt Richtung Mine aufbrechen, weil das ist ja eigentlich der Plan. Der eigentliche Plan war ja das hier. So, also müssen wir, wenn möglich... Oh, echt? Ja, wir müssen wieder zum Vor. So, dann gehen wir mal... Oh je. Du schuldest mir noch Splitter für die Tour, die ich dir gegeben habe. Bist du doof? Erinnerst du dich? Stimmt, hier hast du die Splitter. Ist ja doch ein guter. Man sieht sich. Sehr schön. Das ist ja bescheuert. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie auf der anderen Seite wieder runterkommen. Und? Gefällt's dir hier? Worauf willst du hinaus? Wenn du eine Bude beziehen willst, bin ich dein Mann. Hallo, wer bist du denn? Vom rattenverseuchten Loch bis zur luxuriösen Bretterbude. Ich habe alles im Repertoire. Wusste gar nicht, dass du so wohlhabend bist. Bin ich auch nicht. Aber es braucht oftmals nur ein paar Arschtritte. Und schon wechselt der Eigentümer. Danke, aber nein, danke. So, jetzt nur... Das denn? Womit denn? Okay, eine versteckte Vorrichtung. Aha. Aha, aha, aha. Seltsame Dinge. So. Ja, dann machen wir nämlich gleich hier runter, machen wir ein bisschen Querfeld ein. Feinsten, Freunde. So, aber an der Stelle mache ich Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.